So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice. Jo, das müsste jetzt Part Nummer 7 sein. Oder Part Nummer 6. Nee, ich glaube 6 war es. Sekunde, da kann ich auch gerade nochmal nachgucken. Bevor ich mich jetzt hier blöd verquatsche. Part Nummer 6. Genau. Ich hatte mir gestern noch notiert. Aber naja. Gut. Wir haben die Prüfung ja alle bestanden. Das bedeutet, wir kriegen jetzt Odins Schwert. Und diesbezüglich bin ich auch recht froh darüber, dass wir nicht mehr ganz so ernsthaft. Kann ich nicht einfach hier. Doch, 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 von der Seite kann ich, oder? Oder, oder? Oh. Das ist schon so ein bisschen nervig, weil diesbezüglich kann ich jetzt einfach nicht da drüber. Müssen wir halt nochmal komplett außen rum gehen, dann ist das halt so. Wie gesagt, ich habe gerade so richtig Lust auf ein neues Schwert, dass wir nicht ganz so, wie heißt's, wehrlos durch die Gegend eiern. Und jo, was mir so ein bisschen auf dem Fußnagel brennt, ist, wenn wir das alles gemacht haben, sieht man ja, wir haben relativ viel Weiß, bis auf die Punkte natürlich, die sind automatisch. Dieses eine S auf der rechten Seite, so ein bisschen über dem östlichen Bereich, so im nordöstlichen Bereich, da scheint noch offen zu sein. Ich habe es nur jetzt schon mehrmals nicht gefunden. Also von daher, ich habe nicht die geringste Ahnung. Gut. Dillian gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Sinbal's parting words still haunting her, das war mir irgendwie so klar. Darkness came back. Hier kriegt man nichts geschenkt. A plague. Don't you? Everyone suffers. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands! What? What? They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold. Unleash the sword. Must remember, she can focus inside of her. Run away. Go. Yo, geil. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal ging, aber gut. A sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up. Ich weiß nicht, ob ich die berühren darf. Their memorial stone a secret. Deswegen, ich versuche einfach mal in der Mitte zu bleiben. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Alter.
Do you hear the I'm not lost. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel no, the come blood on. Running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look what yo, you have done. Die hat richtig geile Moves jetzt. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Was zum Geier? Der ist nicht zu stark, der kriegt voll Fett auf die Fresse. Der trifft mich doch nicht. Ist doch gut, warum? Oh, jetzt hat er mich getroffen. Hat er aber auch verdient. Alter, dem sein Scheißschild geht mir gerade so derbst auf den Sack. Ich kann keine... Die müssen noch hinüber sein. Da ist noch einer. Komm her! Du Lümmel! Alter, wie geil! Ich bin noch ausgewichen! Ich werde nicht sterben. Nein, 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 nein! Oh, ist das mies. Geil, wie das Schwert anfängt zu leuchten. I'm not going to die! Ich bin doch schon am Focusen. Also wenn das Schwert lädt sich also so eine gewisse Zeit auf, wenn ich am Kämpfen bin. Ich werde nicht sterben. Yo, ich bin im Fokus, du Arschloch. Komm schon, du schaffst das! Von diesen Lümmeln lasse ich mich nicht fertig machen. Ah, Mist, ich bin ganz schön... What the fuck? Bin ich gestorben? Musste ich sterben? Irgendwas war hier nicht so... Nee, ich bin einfach nur, hab's einfach nur verschissen. Boah! Alter Schwede! Ich meine, finde ich ja an sich schon geil, aber du hast halt... Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. Den muss ich so schnell wie möglich fertig machen. Because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the Der Schildtyp ging mir nämlich zu sehr auf die Nüsse. Ja, ich glaube, dass die Senua Eier hat. Why must they pay for your heresy? Hier muss niemand für meine Ketzerei bezahlen. Ich werde der Senua helfen, ihren Geliebten aus dem Totenreich zu retten.
in die Schnauze. Boah. Er wird sterben, ja. Ich habe so das Gefühl, dass es entweder einfacher wird, während ich verkacke. Alter, man kann es übertreiben mit dem Kampf. Boah. Der ist mit dem... Das war ein schöner Konter. Der geht mir echt... Der ist viel zu schnell mit dem... Der ist echt zu schnell mit den Blocken gewesen. Galina. Mutti? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Warte mal. Okay, von da kam ich. Darkness took her life and it will take. Könnt ihr mal aufhören, mir rechts ins Ohr zu flüstern? Danke. Okay, das sind nur Kampfgebiete. Ah, die steht bis zur Brust in Blut. Das ist so ekelhaft. To the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Ich werde hier nicht joinen. Ich werde hier euch allen in den Arsch treten. Oh, ist der mies! Alter, du Mistsau, ist der mies. Alter! Ich muss mir erstmal ein bisschen erholen. No. Der muss ich doch erstmal... Oh, ist der mies. Oh, ist das mies. Kann doch nicht sein, das ist ein... Alter. Oh. Nein. Okay. Kann ich erst anfangen. Oh, ist das mies. Warum kann ich denn meinen Fokus nicht mehr aufbauen? Eben ging es einiger... Alter, das ist so gemein mit diesem doppelachsigen Footkopf, ey.
Alter Schwede. Puh, ich dachte mir so, mach nur mal schnell ein Ründchen Dingsbums, aber pff. Alter, der dreht sich aber auch schnell um, der Lappen. Der gibt mir übel, der gibt mir so übel. Kann ich fokussen? Ich sehe nicht, wann der wieder aufgebaut ist. Alter, die Stimmen können ja mal die Schnauze halten. Alter, es ist so krank mit dem Spiel. Auf die Sau. War's das? Kommt da noch jemand? Och nee, nicht schon wieder so ein... Zwei! So eine... Boah. Ist das mies. Ich war doch am Ausweichen. Auf die Schnauze, du. So, weg mit der Sau. Da kommen noch mehr. Er ist nicht stärker als ich. Alter, Entschuldigung, aber... Alter, jetzt... Aber... Ich werde nicht aufgeben. Ich hau dir auf die Alter Schwede. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Ich bin nicht für den Tod von diesen Lappen verantwortlich. Warum hat die Musik jetzt aufgehört? Der hält aber viel aus. Boah. Lecco mio. Muss ich hier lang, jo. You're dead. You're both.
and taught her dead in the sea of corpses. Da oder da? Alter. Schon leicht verstörend hier. Halte doch einfach mal die Schnauze. Ich will hier nicht langlaufen. Kann das bitte ein bisschen freundlicher sein? Natürlich laufen wir über so einen fetten Finger. Aber sind wir nicht hier, um Dillian irgendwie zu befreien und nicht die Mutti? Müssen wir mit der Mutti sprechen? I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. His words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Vertraue dir. You still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. She gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Back to reality, wenn man das überhaupt so noch nennen kann. Jo, wir haben unser Schwert hart erkämpft. Ja, zwischendurch mal verreckt, aber das passt schon. Ich werde hier nicht rennen. Ich finde das Spiel ist nicht, wo man hier überall einfach nur durchrennen muss. Alter Schwede! Bin leicht perplex. Muss ich da hin? Ich müsste eigentlich so ein bisschen zurückgehen, weil da auch noch so eine Tür war. Das sieht auch da aus, als müssten wir da auch noch hin. Oder waren wir da schon? Oder nicht? Oder wie kommen wir da hin? Also hier kommen wir nicht lang. Das bedeutet, wir müssen schon hier durchgehen. Ich habe auch keine... Oh, es war so schön ruhig ohne euch. Kannst du mal die Schnauze halten? Hallo? Oh, geht mir auf den Sack. Ernsthaft. Ist.
doch mal in Ruhe umgucken. Mensch! Das geht so nicht! We're back. Ja, schön. Für euch. Aber nicht für mich. Ja, man merkt, wie ihr mir helft. Die ganze Zeit sagt ihr mir, auf der einen Seite sagt... Ach, halt die Fresse, ey. Auf der einen Seite sagst du, ja, wir helfen dir. Auf der anderen Seite, du schaffst es eh nicht, lass es. Und jetzt mach ich's doch und jetzt seid ihr mal nur zeitlang weg. Und jetzt seid ihr wieder zeitlang da. Am Arsch ist Duster, ey. Alle, ihr habt alle einen Knall. Weißt du was, Senua, du machst so, ey. Legst alles weg. Sagst, I quit, ich kündige und zack, wirst Kindergärtnerin. Nee, ich brauche ich nicht. Ihr braucht mich. Ich habe mich finden lassen. You're not back. You're in my mind. You're just in my mind. You poison. My mind is your prison. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? It's not far. Go on. Look up. Just up there. Listen to us. Sit. Also, bisschen sind die Stimmen ja schon ein bisschen goldig. Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a girl, isn't she? Ja, jetzt sind sie auf einmal so richtig liebe Stimmen. Oh, she's a good girl. Oh, she did it. Haltet die Schnauze, ey. Go on. Go up. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. Hast du auch recht. Aber leider müssen wir hier trotzdem durch. Wir können ja... Oder? Ja, leider können wir nicht darüber. Egal, wir haben Schwert. Jetzt ist das Siegel weg. Neues Gebiet. Into the mountain. Dieses S geht mir so auf den Sack. Ich würde gerne wissen, wo das ist. Of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Interessant. Also, was verderbt die Menschen? Nicht. Immer nur Habgier. Immer nur Habgier. Aus Habgier werden Kriege geführt, aus Habgier werden Morde begangen und so weiter und so fort. Es gibt genug Ehegattinnen und Gatten, die ihre Mutti und hast nicht gesehen, abkratzen lassen. Nur weil der Ehegatte da eine fette Lebensversicherung hat und so ein Kram. Es ist doch immer dasselbe Geld. Fragt mich bitte nicht, warum der Mensch dem Geld so einen hohen Stellenwert gegeben hat. Okay, ich komme hier runter. Scheint ein bisschen wehgetan zu haben. Aber die Senua tut's ja der Liebe wegen. Komme ich da irgendwie hin? Gibt's hier irgendwas? Ich guck mich nochmal in Ruhe um. Nee. Naja, watching you. Am Arsch ist Duster. A great beast guards Helheim. Garm is its name. And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it.
Jetzt gibt's ordentlich Stoff. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Alles klar, so lang. Alter, ist das mies. Das Biest verfolgt mich im Schatten. Ist die Frage, gibt es da unten noch was? Das ist aber... Och nee, es war so klar. It's me, Senua. Oh, it's so loud. It's not her. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! What? She shouldn't be here. Och nö. She escaped the darkness. Also an sich ja, she aber... She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. Kann natürlich probieren, hier die Fackeln anzumachen. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? The beast has been here. Oh, man. Was sind das denn für Lichter? Okay, ich gehe unten durch, dann komme ich aber nicht mehr zurück. Und jetzt durch. Einfach rennen. Da hinten ist Licht. Oh, ist das mies. Es ist so mies. Warte mal. Und jetzt einfach rennen. Alter! Feier. Da hinten. Alles klar, nehme ich die Fackel mit. Hier ist irgendwo so ein P, okay. Ist das jetzt auch nur
begrenzt, die Fackel? Bleibt die ewig? Ich bin diesbezüglich gar nicht so sicher. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Alles klar, da haben wir schon wieder was gefunden. Nice. Ist das mies. Aber wo? Hier oben? Nein. Wo könnte denn... Wo könnte das denn sein? Ich meine, hier gibt's... Jetzt kann ich sehen. Jetzt ruckelt's ein bisschen. Alles klar. Ich bin gerade mich so ein bisschen am... Ich glaube, hier komme ich jetzt wieder hoch. Alter, diese Dunkelheit geht mir gerade. Nicht unbedingt auf den Sack, aber irgendwie... So ein bisschen an die Gänsehaut. Alles klar. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Okay. Hier bin ich runtergegangen. Was anderes blieb mir ja nicht übrig. Von daher... Ja, ja, ich hab's gehört. Ne, hier unten war ich schon. Okay, dann gehe ich nochmal hoch. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht finde ich ja oben irgendwas. Ich habe jetzt aber auch diese Runen noch nicht gesehen. Also nicht diese... Ja, go away, go away. Und hier habe ich die Tür geöffnet. Ich kann hier doch bestimmt lang. Sieht doch schon danach aus. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Alles klar.
Warte. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Ah, jetzt kann ich mich endlich umsehen. And Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. So, dann machen wir mal hier Feuer. Dann kann die Dunkelheit mir mal ganz gehörig mich am Arsch kratzen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ja, ja, ihr werdet mich finden, natürlich. Schon tausendmal in den Arsch getreten. Ich guck mich hier jetzt nochmal ganz genau um und konzentriere mich sehr stark. Aber irgendwie... Ich kann auch die Kette nicht öffnen. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie hier ein bisschen... Sag mal, warum gehen die Fackeln denn alle aus? Oder habe ich die noch nicht angemacht? Ich mache die einfach mal an. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee, ich habe euch nicht gekillt. Das habt ihr schön alleine gemacht, ihr Lümmel. Okay, von da komme ich. Ja, wenn ich mich gegen euch wehren könnte, hätte ich, würde ich ja sagen, jo, komm, versucht's doch. Aber das ist ja das Problem. Ich kann ja nichts dagegen tun. Hä? Okay, ganz ruhig. So, Sascha, Fokus. Von rechts kamst du und links geht's runter. Okay. Das bringt nichts. So, jetzt gehst du geradeaus. Einmal nach links. Und guckst, was da zu finden ist. Nichts. Da kommst du auch nicht rein. Okay. Da kannst du auch nichts machen, außer geradeaus laufen. Okay, dann laufen wir mal eine Runde geradeaus. Und jetzt nach rechts und guckst, wo du warst. Alles klar. Okay, hier bin ich wieder am Anfang. Das bedeutet, ich gehe jetzt einmal hier nach links. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Aber hier geht es nur geradeaus. Ja. Alles klar, dann gehe ich doch dahin. Hier lang. Langsam und vorsichtig die Treppe runter. Ganz ruhig. Alter!
Yo, der hätte mich normalerweise gar nicht treffen müssen. Ich hab doch, war doch am Ausweichen. Ich werde hier nicht sterben, das könnt ihr vergessen. You can't go anywhere without your light. Take the torch and move. Vielleicht das Richtige. Warte mal, erstmal die Fackeln anmachen. Ich glaube. Doch, es wird mir helfen. No, but I think I can make a break. Idioten. Ich hab so das Gefühl... Ach ja, okay, verstehe. She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel. Diese Rune war jetzt Monster. Also diese Rune zu finden war jetzt okay. Aber warte mal, von da kam ich, ne? Genau. Okay, da unten habe ich auch schon abgegrast. Hier kann ich nicht lang. Hier geht's runter. Die Frage ist nur... Nee, geht's nicht. Dann geht's hier vielleicht runter. Nee, hier geht's nur da lang. Okay. Könnt ihr natürlich nochmal gucken, ob ich unten noch was finde. Ich befürchte aber nicht. Hier links jetzt runter. Wundert mich, dass ich hier nichts gefunden habe, außer diesen komischen Kackstein hier. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich muss dieses P finden. Stimme in meinem Kopf und die Stimme von der Finsternis. Und dann hast du noch einen Graf, der dir in die Ohren quatscht. Alter Senua, du musst dich echt mit viel zu vielen Idioten rumärgern. Ich gucke mich hier jetzt nochmal in Ruhe um. Wow, hat mich das erschreckt. Das war ein eigener Schatten. Ich habe jetzt so richtig Schiss gekriegt. Alter Schwede. Merkst schon, dass das Feuer doch gut in die Leistung reingeht? Weiß noch nicht, was jetzt hier der Knackpunkt ist für das Spiel. Ob es meine Grafikkarte vielleicht ist. Oder... Das habe ich schon. Okay, hier gibt es auch keine... Yeah.
Macht Sinn, hier nochmal nachzugucken? Ich meine, ich muss ja nicht darunter durchgehen. Nee, ich werde es auch nicht. Das macht nämlich keinen Sinn für mich. Ich kann nämlich von der anderen Seite da auch hin. Ohne jetzt, dass die Dunkelheit wieder ankommt und mir auch ins Höschen will. Nö. Ich gebe es offen und ehrlich jetzt offiziell zu. Ich bin hier, hab mich total verfranst. Ich weiß so einigermaßen zwar, wo ich bin, aber ich habe keine Ahnung, was ich noch nicht abgeklappert habe. Dieses komische P fehlt noch. Hier irgendwo hin. Gut. Da wird vielleicht das P sein. Her torch is going out. No, it's not. It's gonna run out soon. She hasn't got much time. She's too slow. Sag bloß, ich muss mich jetzt beeilen. Gibt's hier noch irgendwo eine Fackel? Gibt's hier noch irgendwo was? Hier steht irgendwo P. Okay. Nö, ernsthaft. Geil! So. The beast is crawling into your mind. Searching for weakness. Ah, cool. It found your mind. Used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Endlich haben wir es geschafft. Aber Leute, sorry, das machen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Stupid girl. We'll come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. For it is nigh.